Arbeit, Scheiße, Sünde! Ein Pärchen sollen sie euch! 9 Quadratmeter reichen! Hallo Welt! Ja, heute soll es über Hartz IV-Ansprüche handeln, das Video. Und ich habe mich für euch extra schön gemacht. Ist das geil? Einer meiner neuen Lieblingspullover, den ich bei einem Entmisten gefunden habe. Hat zwar nicht meine Farbe, aber stylisch, mit Knöpfen und Reißverschluss und allem drum und dran. Aber nun zum eigentlichen Thema. Ich habe gestern eine Sendung geguckt, wo Leute ihre Wohnung verloren haben. Frührentner, Halbbehinderte und Sozialabhängige jedweder Art, weil sie ihre Miete nicht mehr zahlen konnten, weil sie ihren Mann verloren hatten oder zu wenig Rente kriegen. Und da mussten die zwangsgedrungen in Notunterkünfte und hatten nur 15 Quadratmeter zum Leben, saßen dort die ganze Zeit depressiv da und haben gesagt, das ist kein Leben. Die wollten sich das Leben nehmen. Und heute möchte ich euch mal eine etwas andere Perspektive aufzeigen. Ich habe keine Ahnung, wohin das Video führen wird. Das ist eines der gedanklich unvorbereitetsten Videos ever. Bin mal gespannt, wie es ausgeht. Und wie lange es wird. Könnte 5 Minuten dauern oder eine halbe Stunde. Ah ja, meine etwas neue Sichtweise eines Menschen wie mir, der sich fast aus anderen Gründen lieber das Leben leben wollte, würde. Nämlich durch zu viel Besitz. An alle, die jetzt neu dazugekommen sind auf den Kanal, ich bin ein Messi und ich leide unter Besitz. Und es gibt nichts Schlimmeres als viel Fläche. Wie ihr in meinem letzten Video gesehen habt, übrigens, das Allerschärfste ist, ich bin chronisch nackt, ich ziehe mich immer nur für Videos an. Ja, wie ihr eventuell gesehen habt im letzten Video, ist meine Küche ja zerbrochen und das hat etliche Flickarbeit jetzt mit sich geführt. Also deswegen drehe ich jetzt relativ aktuelle Videos für euch. Die anderen Videos, die kommen später, die ich in Vorbereitung noch hatte. Und da musste ich beim Reparieren jetzt in der letzten Woche sehr oft wischen, um immer wieder Staubbestandteile und Glasreste zu entfernen. Ich musste immer meine Küche wischen, meinen oberen Flur, meine Treppe und meinen unteren Flur, mein Bad. Jeden Tag. 1 bis 2 Mal. Damit sich's nicht überall hin verteilt. Diesen Scheißdreck. Dieses Scheißzeug, was ich hier beseitigt habe. Und das Letzte, was ich in meinem Leben noch haben wollen würde, ist Fläche. Dieser Raum hier, das ist mein Gemeinschaftsraum. Den kennt ihr aus etlichen Videos. Dieser Raum hier. Ach verdammt, jetzt ist das Bockbild wieder mit drauf. Jetzt wird sich Uliki wieder beschweren, dass es schief hängt. Ach verdammt. Dieser Raum hier hat 9 Quadratmeter. Ziemlich zugestellt. Sind vielleicht noch 3 bis 4 Quadratmeter, wo nichts steht. Und der Rest ist halt Mülleimer, Waschmaschine und zugerümpelter Tisch und Fernseher und Doppelbett. So, Moment, jetzt drehe ich das Ganze wieder. Ich muss mal aufpassen, dass nicht die Schlechtseile von mir mit bei der Kamerafahrt drauf sind, sonst wird das Video gebannt. Und ich habe mir nur gedacht, da möchte ich als Minimalist hin. Als neu, wiedergeborener, reinkarnierter Minimalist. Ex-Messi. Ich habe immer noch etliche Holzschuppen voll mit Kubikmetern an Müll. Aber da soll es hingehen. Ich dachte mir, dieser Raum hier mit seinen 9 Quadratmetern, hier Dach drauf, fertig. Der würde mir reichen. Und warum? Ich zeige es nochmal. Deswegen. Wisst ihr, wie leicht dieser Raum zu wischen ist? Arbeitsaufwand 3 Sekunden. Scheuerlappen. Fertig. Wisst ihr, wie lange es dauert? Eine 5 Quadratmeter Küche, ein 5 Quadratmeter Flur, eine Treppe, ein weiterer 5 Quadratmeter Flur, ein weiterer 5 Quadratmeter Bad zu wischen. Ich würde lieber sterben, als das nur noch ein einziges Mal mein Leben wischen zu müssen.
dieser Raum hier. Ein Dachdorf, fertig. Das soll mein Haus sein. Mehr will ich nicht mehr besitzen, nie mehr. Um es nicht sauber machen zu müssen und keinen Sklaven zu brauchen, der es für mich sauber macht. Das heißt, um nicht Arbeitsleistung erbringen zu müssen, um mein Kreuz kaputt zu arbeiten, um dann einen Sklaven bezahlen zu lassen, der das Ganze wischt. Weil ich habe keine Wirbelsäule mehr zum Wischen in meinem gesamten Leben. Und deswegen denke ich mir, warum steht der Staat, die Ämter, die Politik den Menschen mehr als 9 Quadratmeter zu, wenn man doch gar nicht mehr braucht, wenn man sich gar nicht um mehr kümmern möchte. Hier, Klo rein, fertig. Also, wäre das jetzt hier nicht der Gemeinschaftsraum von mir und meiner Freundin, dann wäre der anders gebaut. Dann wäre nur ein Bett drinne, dann wäre noch Platz für Klo und Dusche, eine Kochplatte. Ich brauche nur ein Cerankochfeld für mich. Allein diesen Herd zu bewegen, diesen tonnenschweren Herd mit den 4 Cerankochflächen und Backofen sind total bekloppt. Heutzutage würde ich mir noch eine Cerankochfläche holen zum Hinstellen und einen Herd in Größe einer Mikrowelle, wenn ich wieder was backen wollen würde. Und das würde alles auf 9 Quadratmeter passen. Fernseher, Laptop zum Spielen, Unterhaltungselektronik, Klo, Dusche, Waschmaschine, Ceranfeld und statt der Mikrowelle, die da hinten steht, ich zeige es euch mal kurz. Der Mikrowelle, die da hinten steht, einfach ein Herd, der so groß ist wie diese Mikrowelle da hinten. Bildschirm drehen. Ja. Und ich wäre glücklich, weil ich nie wieder in meinem gesamten Leben wischen müsste. Staub wischen, Fußboden wischen, irgendetwas wegräumen. Das ist ein Raum. Das sieht jetzt müllig aus. Hab mich jetzt mehrere Tage nicht in meine Schlafstube getraut und deswegen hier gehaust. Dieser Raum, der sieht jetzt etwas müllig aus, da knackevoller Arbeitstisch, Schreibtisch vollgestellt und das Bett hier ist auch nochmal ein absolutes Kuriosum. Gesamter Hausrat auf Bett. Ich muss wieder aufpassen, dass ich meine Schlechtzeile nicht filme. Ich hatte ein Video geband. Das wollen wir nicht, da kriege ich wieder Strike, wie damals, als ich ein Porno-Thumbnail genommen hatte. Und das sieht jetzt ja müllig aus, das Bett und der Tisch da drüben. Das ist aufgeräumt in unter 10 Minuten. Würde ich dann sogar abwaschen, vielleicht eine halbe Stunde, dann wäre der Raum wieder sauber und würde blinken. 9 Quadratmeter. Mehr braucht niemand zum Leben. Alles andere ist mit Energieaufwand verbunden, den es nicht geben sollte. Ich hätte gerne ein 9 Quadratmeter großes Haus. Mit Dach drauf. Was nur 2 Meter hoch ist und mit einer leichten Leiter drauf kommt, um sein Dach selber zu reparieren von allen 4 Seiten. Denn in diesem Haus hier, für alle Neuzugänge, ich habe eine 125 Jahre alte Bergmannshütte, die zerfällt. Das Video davor nochmal angucken. Ich habe eine 125 Jahre alte Bergmannshütte, die zerfällt. Wo es an allen Stellen rein regnet. Die Dachdecker schlampig arbeiten und Scheiße reparieren, wenn man mal überhaupt einen Dachdecker rankriegt, also trotz Dachdeckerhilfe, regnet es trotzdem weiter rein an den Stellen, wo es nicht reinregnen sollte. Und dann gibt es noch Stellen, da komme weder ich noch ein Dachdecker ran, weil der Nachbar da drüben sich irgendwo abgesetzt hat, weit weg, weil er sich nicht um das Haus kümmern will, um diese Burgruine da drüben. Das heißt, ich komme nirgendwo an mein Dach ran. Auch nicht mal in gewisse Teile von meinem Hof, weil alles viel zu hoch ist. Ein Haus sollte nur 9 Quadratmeter groß und 2 Meter hoch sein. Und wenn man Gäste empfängt, sollte man auf seinem Grundstück ein zweites 9 Quadratmeter Haus haben, was 2 Meter hoch ist. Damit man sich selber nicht stört. Luft dazwischen, Lärm und so, wenn man schläft alleine. Wenn man Gäste hat und so. Ne? Oder einen Partner, der zu Besuch ist und so weiter und so weiter und so weiter. Und da sitzt doch dieser Frührentner, der auf der Suche ist nach einer neuen Wohnung, weil er einen Großraum Stuttgart und Köln nicht gefunden hat, in einem 15 Quadratmeter Raum und möchte sich das Leben nehmen. Gott, wenn ihr uns unbedingt wünscht, ich suche die Doku nochmal für euch raus. Dann verlinke ich sie unten. Weil ihm das zu klein ist und er das nicht als Leben bezeichnen würde. Doch, wahres Leben ist Besitzlosigkeit. Ich weiß, wovon ich rede. Wüsstet ihr auch. Wischt mal 1 bis 2 Wochen, 2-mal am Tag, ein ganzes Haus mit 70 Quadratmetern. Ihr wollt nie wieder ein Haus mit 70 Quadratmetern.
Ja. Das war natürlich nur ein Trigger mit der Arbeitslosen-Sindel, ne? Wer mich kennt, ich bin selber Hartz IV Forever. Ich lebe seit 17 Jahren von Hartz IV an allen Neuzugängen. Und eine Alternative stellt nur eine Selbstständigkeit, ein Unternehmertum für mich in Frage, unter dem Gesetzen und Regelungen anderer zu leben, werde ich sofort psychisch und körperlich krank. Und deswegen ist Hartz IV eine vorläufige Situation für mich. Und im Notfall jedoch forever. Und ich möchte ja nicht diese 50 Quadratmeter Wohnung haben, die man mir zugibt vom Staat, und diese 200 Euro Wohnung. Nein. Damals habe ich selber geflucht, als ich auf der Suche nach einer Wohnung war. Weil die, wie viele Quadratmeter wird die haben? 15 bis 30 oder so. Die zu klein war, weil ich meine Gegenstände nicht unterbringen konnte. Habe ich damals geflucht, weil ich eine Größe gefunden habe in der Stadt. Und mich die meisten, 99% aller Privatvermieter abgelehnt haben, weil sie denken, ich bin ein Penner, der die ganze Zeit Jugendliche in sein Haus holt und die ganze Nacht Party feiert, nur weil ich ein Mann bin. Interessant übrigens, dieser Aspekt. Ich bin meine Ruhe, ich lese ein Buch und mag Stille, weil ich geräuschsensibel bin. Also totale Fehlannahme, natürlich interessiert das nicht meine Worte, ob ich da die Wahrheit spreche. Deswegen habe ich damals nicht eine Wohnung gekriegt, die groß genug war für all meine Gegenstände. Und dafür sind die 70 Quadratmeter plus Werkstatt und Holzschuppen, die ich dann nicht mitgezählt habe. Und wenn man Flur abrechnet, komme ich nur auf 45 Quadratmeter Wohnraum. Aber ich nutze ja auch die Flure teilweise, sogar das Büro hier unten. Und Werkstatt und Holzschuppen, da komme ich bestimmt auf 100 Quadratmeter. Oder wenn ich einen Hof noch nutze, komme ich so auf knapp 100 Quadratmeter. Und die reichen bis heute nicht, um alle Gegenstände unterzukriegen, weil ich ein Messi bin. Und aus dieser Perspektive war mir vor 8 Jahren eine Hartz-IV-Wohnung mit 50 Quadratmetern zu klein. Heute sehne ich mich mit Tränen in den Augen nach 9 Quadratmeter Häusern. Einen Bungalow bitte für mich. Aber bevor ich in einen Bungalow ziehen kann, muss ich all den Ramsch loswerden. Und das dauert noch viele, viele Jahre. Aber ich möchte nie wieder so ein hohes Haus, wie ich jetzt habe. Und die Leute würden das nicht als hoch bezeichnen, sie würden es, wie ich damals, als Hundehütte bezeichnen, wo ich lebe. Weil, ich habe das mal ausgerechnet, 8 Meter oder so müsste mein Haus hoch sein. Maximal 10. Unteres Stockwerk knapp 2 Meter, oberes Stockwerk knapp 2 Meter und dann kommt schon das Dach. Das ist schräg und richtig derb hoch. Das kommt locker auf 4, 5, 6 Meter, also nicht ganz 10 Meter vielleicht. Also mein Dachboden ist gigantisch hoch. 8 bis 10 Meter ist mein Haus hoch und kommst nicht ran mit einer 3-4 Meter hohen Leiter. Kommst nicht selber wirklich ran und kannst auch nicht auf das Dach klettern und brichst dir alle Knochen und fällst runter. Nee, mein Leben ist mir zu lieb und deswegen nur Probleme mit Besitz. Natürlich würde ich niemals in die Mietwohnung ziehen, lieber sterbe ich. Von allen Seiten Lärm, Licht, Funkwellen. Nein, danke. Ich brauche Ruhe und Freiheit von Menschen. Aber ich finde es faszinierend, dass ich für mich errechnet habe, dass ich mit 9 Quadratmetern klarkomme bei der Unterhaltungselektronik und mein Leben, was ich brauche. Und ich noch ein Sofa. Daneben liegt direkt eine Matratze. Und vor mir schon der Fernseher. Mehr brauche ich gar nicht. Da schließe ich dann meine Videospielkonsole ein und sogar noch bringt es auch einen Platz für eine Soundanlage. Diese Waschmaschine, die ich habe, die geht auch gar nicht mehr. Die wiegt 100 bis 150 Kilo. Moment, wait a moment. Die wiegt 100 bis 150 Kilo. Fest 7 Kilo Gewicht. Ich habe die gleich schon mal gefilmt. Nochmal hier mein Orgasmus tun. Und euch lieben Lennart, kann auch seinen Kanal abonnieren, habe ich gemerkt, dass es Waschmaschinen gibt halber Größe. Die echt nur, die genau in der Mitte geschnitten sind und nur der Hälfte reinpasst und die flach sind. Eine Flachwaschmaschine, die vielleicht 20 bis 50 Kilo wiegt und noch irgendwo wenigstens verrückbar ist. Diese Waschmaschine habe ich einmal schon ins Bad transportiert und einmal wieder hierher. Und umgedreht war sie zuerst im Bad, dann habe ich sie hierher gebracht, dann habe ich sie ins Bad gebracht und dann hierher. Das heißt, ich habe die schon 4-mal bewegt. Jedes einzelne Mal vom Bad hierher, ein Arbeitstag. Weil ich kriege das Ding immer nur mit einem Schubser, also ich muss mein Körpergewicht nutzen. Ich muss meine 100 Kilo, die ich wiege, davor knallen. Dann geht das Ding 1 Millimeter nach vorne. Da ruhe ich mich erstmal aus, mein Kreuz und so. Ich kann ja nicht mehr heben, habe ja komplett kaputte Wirbelsäule. Und dann schubse ich das Ding wieder, eine halbe Stunde später. Und dann wieder und wieder und wieder. Und dann, wenn ich an der Stufe da bin bei der Tür, da, oh Gott, da sterbe ich. Rechts und links hast du eine Briefmarke, Spalt Platz an der Tür. Und ich muss dann die Waschmaschine vorschieben, dann über die Waschmaschine klettern und dann von außen ziehen. Das ist der Hammer.
Und das heißt, ich hätte, wenn ich in meinen 9 Quadratmeter leben würde, auch eine viel kleinere Waschmaschine. Nur eine Dusche. Nur ein Waschbecken. Und Klo. Das nimmt vielleicht 2 von den 9 Quadratmeter ein. Ansonsten ein Bett. Sogar noch Sofa. Ausziehbares Sofa vielleicht. Und eine Matratze vor Sofa werfen, je nachdem. Und 9 Quadratmeter reichen. Existenzminimum sollen das sein, 50 Quadratmeter für Hartz IV. Nee. Existenzminimum sind 2 Quadratmeter. Raum mit einer Matratze drin. Das ist Existenzminimum. Ne? Also beschwert euch nicht. Auch dieses Geld. Hartz IV ist so scheiße viel. Man kann davon jede Menge sparen, weil man nicht weiß, wohin mit Jensen Krempel. Und, also der normale Standard 400 Euro Hartz IV Satz plus minus. Früher waren es 280, jetzt sind wir vielleicht schon bei 420. Inflationsbereinigt und blablub. Der normale Grundsatz ohne Miete- und Nebenkosten sind 400 Euro und das ist um ein Vielfaches mehr, als man braucht. Weil Essen und Strom kostet keine 400 Euro. Und der Rest sind halt zusätzliche Nebenkosten, die berechnet werden. Pro Mensch unterschiedlich. Klamotten braucht man nicht, Gegenstände braucht man nicht, Materie braucht man nicht. Freitagsaktivitäten draußen, wo Menschen sind, die Lärm machen, braucht man nicht. Man braucht ein Buch, einen Baum und eine Sonne, um glücklich zu sein. Liebe Ententom es schon begriffen hat. Gut, kleiner Wink an Ententom. Ich habe nicht ganz verstanden, warum du dir nicht einen Tag tagsüber 3 Stunden Zeit nehmen kannst, um einmal im Monat zu skypen. Das habe ich nicht verstanden. Weil du 7 Tage die Woche 16 Stunden draußen sein willst bei Sonne. Das musst du mir nochmal genauer erklären. Ich will jeden Tag raus und kann deswegen tagsüber nicht skypen. Hä? Dann müsstest du ja wirklich 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr, 16 Stunden täglich draußen sein, um das Licht dann zu nutzen. Das ist sogar für jemanden, der gerne rausgeht, heftig. Ja, so viel dazu. Aber mehr braucht es nicht, braucht Sonne. Heute leckeren Löwenzahn gegessen. Der ist im rostigen Abfluss meines Hofes gewachsen. Hm, nom, 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 nom. Zeige ich euch vielleicht irgendwann mal ein paar Monate noch. Dieses Ding habe ich auch fotografiert oder gefilmt, ich weiß es nicht. Und leckere Kirsch wächst jetzt auch auf meinen Hof und mehr braucht es nicht. Existenzminimum sind 9 Quadratmeter, also ihr jammernden Opferhaltungsmenschen da draußen, leckt mich. Ich will die Welt da draußen beleidigen. Hate Speech! Warte mein Video. Ja, also jetzt mal. Natürlich war das ein Prozess, zu dieser tiefen Erkenntnis zu kommen. Das habe ich jetzt nicht von heute auf morgen. 2 Jahre habe ich mir jeden Tag 3 Stunden buddhistische Lehren reingezogen. Per Audio. In Form von aufgezeichneten Tonband. Treats. Retreats. Diese modernen Wörter. Einfach nur ein Zusammensein, eine Unterrichtsstunde. Von Lehrern, die ihre Weisheiten weitergeben. Jeden Tag 3 Stunden reingepfiffen, während ich Videospiele gespielt habe. Und eine innere Erkenntnis nach der anderen bekommen und danach wollte ich nur noch materiefrei sein. Ich wollte nie wieder mein Leben Materie besitzen, das geht mir bis heute so. Und trotzdem haften die Emotionen an und es tut heute mir noch weh, eine gelbe, schmierige, sich auflösende Plastikschüssel wegzuschmeißen, die ich ja nie wollte. Und das Ende vom Lied, die Doku, die ich mir da reingezogen habe, die voll der Trigger-Auslöser war, weil der sich leben nehmen wollte, weil er mal ein paar Monate auf 15 Quadratmeter leben musste. Das Traurige ist natürlich, dass bei so einer Zwangsräumung, gut wäre er nicht, ein Mensch mit Opferhaltung würde ständig dem Außen die Schuld geben und dem Außen dazu zwingen, dass die sich um die Rente kümmern müssen oder um seine Pflege und bla bla bla, sich mal selber um Reichtum kümmern und nicht immer nur jammern. Wäre das nicht so ein Opferhaltungsmensch, dann hätte der die Wohnung natürlich auch nicht verloren. Also er hat einen Teil seines Besitzes verloren. Da habe ich durchaus Mitgefühl. Auch nicht, dass die haben wir danach oder das Beschweren bei anderen. Der musste dann einen Teil seiner Möbel in den Sperrmüll schmeißen. Und als er dann nach 1-2 Jahren wieder eine neue Wohnung gekriegt hat, die wieder 50 Quadratmeter groß war, hat er sich dann vom Arbeitsamt die Grundrüstung bezahlen lassen. Vom Sozialamt, keine Ahnung, womit Frührentner bezahlt werden. Halt Sozialsystem. Dann hat er das Erste, was da los ist, ist in so ein Sozialkaufhaus drin und hat sich erstmal mit der Waschmaschine, Sofa, Küchenschrank und diesen ganzen Krempel geholt, den ich nie wieder in meinem Leben haben möchte. Und hat sich wieder mit Materie
lumpt und ich dachte mir nur, das Universum hat dir das angetan, damit du verstehst, erkennst, dich selber findest und loslässt. Und dann fängt alles wieder von vorne an. Oh, ja, das ist immer so, Dinge halt öfters durchmachen. Bei den Lehren, den Dingen im Leben, die ich nicht auflösen kann, muss ich natürlich auch immer wieder dasselbe Leid durchleben. Das ist mir wohl bekannt, aber es ist traurig, das bei anderen zu sehen, bei den Dingen, bei den Baustellen, wo ich es bei mir auflösen konnte. Das ist dann immer sehr schade. Boah. Wisst ihr, wie viel Platz da auch wäre? Und wie billig das dann alles wäre in den Großstädten, wo wenig Platz ist und die Wohnung durch Investoren, aus Investorsicht völlig korrekt, sehr völlig überteuert sind. Wäre doch bezahlbar. Würde man aus jeder Wohnung einen Dreier machen. Jeder einen Raum. Man muss halt nur ein Klo. Ein Spülbecken, was gleichzeitig als Waschbecken fungieren kann. Man braucht da kein normales Waschbecken. Man kann einfach ein kleines Hängespülbecken, wie ich oben im Flur habe. Das habt ihr doch sicherlich in meinem Video schon gesehen. Schreibt mir mal, wer von euch mein treuester Zuschauer ist. Dann schreibt, ich bin ein treuester Zuschauer. Und ob ihr alle meine, wie ich wohne und warum Videos gesehen habt, wenn ich diese Playlist nachholen, danke. Und da seht ihr dann oben auch mein Waschbecken. In meiner Minimalismus-Playlist und in meiner Messi-Playlist findet ihr das auch. Dieses Waschbecken, was ich oben im Flur hängen habe, ist ja ein Hauptwaschbecken vom oberen Stockwerk. Und das ist eigentlich ein DDR-Spülbecken, wo man einmal reinstellen kann und was reinlaufen lassen kann. Das ist halt viel besser, weil ich halt alles drin mache. Abwasch, Essen kochen, Wäsche waschen, Hände waschen, reinkacken, wenn man danach ist. Nee, das ist zu hoch. Aber ich würde es tun. Mal davon ab. Ich entleere mich immer da in der Nähe von Abflüssen. Aber das soll jetzt nicht zu weit führen. Dieses Thema ist eigenes Video wert. Und ja, gebt den stinkefaulen Dreckspenner-Arbeitslosen und den erbärmlichen Frührentner-Krüppeln einfach nur 9 Quadratmeter, das ist Existenzminimum. Und das meine ich total liebevoll und positiv. Nein, ihr seid natürlich keine Dreckspenner. Ihr seid göttliche Wesen, die sich entschieden haben, hier zu inkarnieren und Erfahrungen zu machen. Und meistens loslassen zu lernen. Und Faulheit gibt es nicht. Nee, ich muss das jetzt nochmal mit anfügen für die, die mich noch nicht kennen. Und die auch die Art und Weise, wie ich Dinge formuliere, noch nicht begriffen haben. Deswegen musste ich mal meinen Kanalnamen ganz brutal das Wort Satire mit hineinballern, damit die Leute auch nur ansatzweise verstehen, dass man bei mir dreimal hinhören sollte und nicht alles zu ernst und zu wörtlich nehmen sollte. Auch wenn gewisse Schlüsselpunkte in meinen Erzählungen lehrreich sein sollen und ernst gemeint sind. Aber nicht immer die Art und Weise. Ist nicht immer ernsthaft aggressiv per se. Und deswegen, es braucht niemand körperlich zu arbeiten. Wir leben in einer Überflussgesellschaft, wo viel zu viel Geld gedruckt ist, wovon alle schon von leben können, nur einfach gedruckten Luftgeld. Wir leben in einer Überschussgesellschaft, wo die Leute glauben, sie müssen viel arbeiten für dieses Luftgeld. Eine Überproduktion des Milliardenfachen von dem, was ein Mensch braucht, an Gegenständen hergestellt worden ist. Und deswegen findest du auch einen Sozialkaufhäuser so einen Schrank für 2 Euro. Und riesigen Schrank für 2 Euro und eine Schrankwand. Und ja. Kann sich jeder leisten. Könnt ihr Pfandflaschen sammeln und euch dann einen Schrank verkaufen. Oder ein T-Shirt für 2 Euro gibt es auch in Sozialkaufhäusern. Und es gibt eigentlich keine Probleme. Materie und vor allen Dingen Wohnraum ist übermäßig vorhanden. Die Leute müssten nur so denken wie ich. Und wäre ich jetzt ein Großunternehmer, ein Investor mit mehreren 100.000 bis mehreren Millionen Euro, würde ich das sofort machen, was ich gerade gesagt habe. Also bitte spendet mal, dass ich jetzt 100.000 Euro zusammen bekomme, danke. Dann würde ich das sofort machen. Ich würde sofort ein Haus einrichten, nur für Sozialschwache. Lauter 9 Quadratmeter Räume mit einem Klo drin. Und das vermieten. Für den sozial schwach leistbaren Bereich.
Einfach nur, weil die Idee genial ist und ich das einmal in meinem Leben gerne machen wollen würde. Also gleichzeitig Armen helfen und ihnen klar machen, dass es eigentlich nicht mehr braucht, außer diese 9 Quadratmeter. Und ihr spart Heizkosten! Wisst ihr, wie schnell so ein Raum warm ist? Meine luftige Stube oben mit 2 luftigen Türen, die ich selbst gebaut habe. Die wird nach Stunden noch nicht warm im Winter. Ich brauche 30 Grad, um nicht zu frieren. Und dieser kleine 9 Quadratmeter Raum, der 2 Meter hoch ist, mit dieser Heizung da, die ist in einer Minute kochend heiß, sind 40 Grad, du schwitzt und du sparst Heizkosten, wenn du Klo, Küche, Stube, Schlafzimmer, wenn du alles in einem Raum hast. Du musst nur eine Heizung heizen. Und wenn die anderen Räume nicht angebaut werden, müsstest du die auch nicht heizen. Ich muss leider, teurerweise, sagt zum Glück das Arbeitsamt, die anderen Räume mitheizen, damit sie nicht schimmeln. Das ist ganz doof für das untere Stockwerk. Das schimmelt mir. Also die Küche zerfällt, habt ihr im letzten Video gesehen, ne? Aber oben ist alles schön trocken. Unten zerfällt nicht, da schimmelt alles schwarz, weil alles schaufeucht ist. Deswegen muss ich hier unten 1-2 Räume weit mitheizen, selbst wenn ich sie nicht bewohne, weil feucht und so. Aber wäre dieser eine Raum hier ein Haus mit Dach, sogar ein Spitzdach, einen kleinen Mini-Dachboden von 1,5 Meter hoch, könnte man da noch schön was reinpacken. Und jetzt läuft mir die Redezeit auf. Meine Kamera sagt mir, ich habe noch 43 Sekunden. Also lasse ich das jetzt auslaufen. Alles, was ich gesagt habe, habe ich vermittelt. Wenn ihr euch weitere Hartz-IV-Videos wünscht und Meinungen dazu von mir, schreibt das in die Kommentare und like doch mal mein Videos. Ich wollte nicht zu den YouTubern gehören, die sagen, bitte liken und so und abonnieren, aber daher meine Videos aktuell nur 0 bis 1 Likes haben, muss ich mal sagen, bitte like meine Videos. Das hilft mir, meinen YouTube-Algorithmus besser gefunden zu werden, steinreich zu werden und mir Häuser zu leisten, die ich dann an arme, sozial schwache Menschen verkaufen kann. Geht ja halt, oder? Der Kreislauf schließt sich. Bis zum nächsten Mal. Namaste.